Kaffee ins Gesicht zu schütten, war eine Entgleisung. Ich trage ein kurzes Kleid. Er stößt mit einer Frau an. Aber ich weiß, dass er mich im Blick hat. Ich hatte seit 2 Jahren keinen Sex mehr. Und ich bin 28. Dieser Entwurf ist alt. Dieser Entwurf ist neu. Das ist doch absurd. Absurd? Absurd, ja. Es ist nicht absurd, das ist der Entwurf für meinen neuen Spot. Nicht mit mir, Patsy. Vergiss es. Fick dich! Fick dich, Robert! Und nenn mich nicht Patsy. Ich sitze nachts vor dem Computer und frage mich, wo Susi wirklich herkommt. Wo diese Bilder entstanden sind. In Amerika? Ich bin jetzt Mitte 50. Kann sein, dass ich noch 20 oder 30 Jahre vor mir habe. 20 oder 30 Jahre. Es war der beste Sex, den ich je hatte. Kramer gab eine Party im 16. Stock. Alle waren da. Kramer hat mir empfohlen, Sie nach Delhi zu schicken. Ja? Ja. Dann geben Sie mir doch den Job. Nein. Meine Qualifikation steht außer Frage. Kann sein. Aber? Aber Sie bekommen den Job nicht. Sie haben niemanden, der dafür besser geeignet wäre als ich. Ach, wer sagt das? Ich sage das. Kramer sagt das. Sehen Sie sich meine Unterlagen an. Ich dachte, Sie sagen, sehen Sie sich meine Unterhosen an. Was? Nichts. Immer. Wenn ich im 16. Stock bin, bekomme ich so ein bestimmtes Gefühl in der Magengegend. Sowas wie, hier will ich hin. Meine Tochter sagt, ich soll mehr aus meinen Abenden machen. Ich soll weggehen. Ich soll unter Leute kommen. Sie sagt, sonst nimmt sie mir den Trainer wieder weg. Ich meine, was ist denn, wenn ich den Job bekomme und nicht sie? Könnte doch sein. Ich kann Sie doch schlecht mitnehmen, wenn Sie mich nicht mitgenommen hätten. Sie werden Delhi nicht übernehmen. Wer sagt das? Ich werde Delhi übernehmen. Und wer sagt das? Kramer. Großer Vogel. Bring mich nach Delhi. Trag mich in den Osten, in den Morgen, in die Nacht. Trag mich nach Madras, nach Bangalore. Trag mich auf den indischen Subkontinent.